Hallo, wir sind's wieder von Genu. Ute und Nicole. Und Ute zeigt euch heute, wie sie das Kissen fürs Auto, unser Kissen Sweet Dreams, genäht hat. Das Schnittmuster für dieses Kissen findet ihr wie immer bei uns auf dem Blog. Und den Blog findet ihr wie immer hier unter dem i. Oder wenn ihr das i nicht seht, könnt ihr auch in die Infobox schauen, da ist es auch nochmal verlinkt. Ich habe jetzt beide Kissenstoffteile vorbereitet. Auf die eine Seite nähe ich in der Mitte, da wo der Gurt ist, so ein dickes Volumenvlies auf. Auf die andere Seite kommt auf jeweils eine Tasche drauf. Die Tasche habe ich im Stoffbruch zugeschnitten und dann nähe ich sie von oben, wo der Stoffbruch ist, hier runter um die Ecke. Auf der anderen Seite auch. Die Nahtzugabe habe ich jetzt so zur Seite gebügelt oder so nach innen gebügelt. Vor dem Wenden die Ecken abschneiden. Und jetzt kann ich das wenden. Und wenn ich die Nahtzugabe vorher schon so nach innen bügel, dann kriege ich da unten einen schönen Abschluss. Die Taschen setze ich jetzt an die markierte Stelle auf. Im Schnittmuster habe ich das eingezeichnet und schließe dann die drei Seiten und dabei auch die Wendeöffnung. Und dann haben wir die erste Tasche schon fertig. Die Taschen habe ich jetzt aufgenäht und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kissen. Bevor ich das jetzt aufeinander lege, wir brauchen auf beiden Seiten unter der Tasche eine Füll-Wendeöffnung. Wir haben ja dann nachher zwei Kissenteile, müssen wir auch zweimal befüllen können. Also unter jeder Tasche einen Schlitz offen lassen. Ich habe jetzt das Volumenvlies mittig aufgesteckt und habe das etwas über die Breite, die angegeben ist, zugeschnitten, so vielleicht einen Zentimeter breiter. Und auf dieser Seite habe ich mir Linien eingezeichnet, wie ich das Volumenvlies später ansteppen will. Diese Linien sind im Schnittmuster eingezeichnet, eben nur einmal, weil hier ist ja der Stoffbruch. Jetzt nähe ich beide Kissenteile rechts auf rechts aufeinander. Hier zwei Wendeöffnungen und sonst komplett zu. Durch eine der beiden Füllöffnungen wende ich jetzt das Kissen. Ich habe jetzt die Ecken nicht abgeschnitten, ich lege die jetzt so schön ein bisschen an, damit ich es schön drehen kann. Hier unten liegt jetzt das Volumenvlies. Man kann das hier so erahnen und ich stecke es jetzt fest. Und nähe diese beiden Stepplinien. Jetzt sind zwei Kissen entstanden. Einmal hier und hier. Und hier ist die gepolsterte Mitte. Die Nahtzugabe an beiden Füllöffnungen habe ich schon nach innen gebügelt. Genauso wie ich es vorhin bei den Taschen gemacht habe. Jetzt werden wir beide Seiten etwa gleichmäßig füllen. Ich habe jetzt gut gefüllt, das ist ja ein bisschen nach eigenem Gusto. Die Menge, die ich hier eingefüllt habe, die steht dann auch im Schnittmuster. Jetzt wird einfach noch die Öffnung knappkantig zugenäht. Das ist also unser Kissen Sweet Dreams. Hier haben wir noch die Tasche, Handy da reingesteckt. Die Taschen sind ja auf beiden Seiten, damit, je nachdem wie man einen Gurt hat, mal hat man so und mal so, dass man das immer so nehmen kann, wie man es braucht. Das Schnittmuster findet ihr unter dem i oder eben in der Videobeschreibung, genauso wie nochmal eine ausführlichere Anleitung, wie Ute das Kissen genäht hat. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, schaut mal bei unserem Blog vorbei. Da gibt es schon sehr viele Beiträge oder ihr könnt uns auf YouTube abonnieren oder Instagram sind wir auch, da könnt ihr uns folgen.
Wenn ihr unseren Newsletter abonniert, schaut auch mal hier unter dem i oder den Link in der Infobox. Da gibt es einen Link zu 12 Grad Schnittmustern. Die bekommt ihr als Dankeschön, wenn ihr euch bei uns in den Newsletter eintragt. Das Schnittmuster für das Kissen ist nicht dabei, aber viele andere schöne Dinge, die euch vielleicht gefallen. Wenn ihr außerdem euch noch fürs Plotten interessiert, ich habe jetzt hier gerade heute den Plot hier fertig gemacht, den wird es dann auch am Wochenende im Shop geben. Also vielleicht gefällt euch das ja und da könnt ihr euch auch dann mal umschauen oder vielleicht eintragen. Außerdem haben wir mal ein schönes Nadelkissen gemacht, auch mit dem Plotter, wo man Nähmaschinennadeln schön sortieren kann. Schaut auch hier unter dem i oder in der Infobox, da werden wir es euch verlinken. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!